Und damit ein herzliches Willkommen zum Elimination Chamber von Raw und Nitro. Natürlich die Main Events, ein jeweiliges Elimination Chamber Match und ganz im Sinne von Raw und Nitro Tradition. Der aktuelle Champion und seine Vorgänger alle zusammen in einem Käfig. Und natürlich stehen heute auch wieder einige Antiteln auf dem Programm. Aber unser Opener-Match ist kein Titelmatch, sondern ein Tag Team-Match zwischen zwei rivalisierenden Teams. Am heutigen Abend Teams, die sind aber bereits schon mal als Team gemeinsam angetreten. Als erstes haben wir The Big Show, der ja so seine Affinitäten mit Mr. Perfect von den Four Horsemen hat. Und dann dürfte eigentlich auch schon klar sein, wer der jeweilige Tag-Team-Partner ist. Hier haben wir den Tag-Team-Partner von Big Show. Und zwar Brutus The Barber Beefcake, der im Six-Man-Tag damals den Sieg rausgeholt hat. Das hat Rick Rude natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und hier haben wir auch selbigen. Rick Rude kommt hier zum Ring. Ja, bisher alles ganz, ganz friedlich. Und jetzt kommt sein Tag-Team-Partner, der perfekte Mr. Perfect. Der bisher gegen The Big Show kein Match für sich entscheiden konnte. Hat ja auch einmal die Disqualifikation verloren, weil er Big Show halt mit einem Stuhlangriff... Ich dachte gerade, ich habe eine Nachricht gekriegt. Phantom vibrieren, kennt ihr das? Wenn man denkt, das Handy hat vibriert, dabei hat es gar nicht vibriert, aber man guckt dann drauf. So, The Big Show startet ganz fokussiert. Startet hier gegen Rick Rude. Ja, der Kick hat ihn nicht sonderlich gejuckt. Ja, Rope Break und Rick Rude rollt sich raus. Ja, Big Show zeigt da seine große Pranke. Und Mr. Perfect springt von oben mit dem Double Axe Handle auf Big Show. Und damit konnte man auch schon rechnen, wenn Rick Rude in seiner Ecke den Ring verlässt. Und Rick Rude zeigt hier, dass er auch Muskeln hat. Jetzt ein Side Russian Leg Sweep von selbigen. Also für Big Show sieht es gerade nicht so gut aus. Harter Schlag direkt auf die Nase. Ich glaube sogar mit der geschlossenen Faust eigentlich nicht ganz legal. Naja, kann man halt nichts tätigen. Aber Rick Rude macht das hier. Und da fällt der Riese um. Rick Rude macht das sehr, sehr gut in der Anfangsphase des Matches. Hält Big Show schön am Boden. Aber Big Show hier jetzt mit einem Konter. Jetzt geht's in die eigene Ringecke von Big Show. Und oh, Rückenkratzer und ein Bionic Elbow. Und Brutus Beefcake wird da vom Apron runtergeworfen. Damit wird der Tag verhindert. Ja gut, wenn man einen Big Show schon mal so weit hat, dass er am Boden liegt. Und Power of a Punch. Ja, Rick Rude braucht sich da nicht zu verstecken hinter Big Show, was die Kraft angeht. Und da kommt Mr. Perfect und oh, Platzwunde bei Big Show. Hat er ihn wohl etwas zu perfekt getroffen. Ja, hier noch ein Elbow. Aller guten Dinge sind drei. Und Big Show mit dem Shoulder Tackle. Ja, er sollte jetzt wechseln.
Ah, Mr. Perfect geht erstmal raus. Dadurch kann Big Show aber wechseln. Jetzt Brutus Beefcake, Mr. Perfect jubelt. Und der Friseur kommt jetzt zu Mr. Perfect nach draußen. Jetzt gibt es mal einen wilden Schlagabtausch. Und ich habe keine Ahnung, was da Rick Root gerade vorhatte. Und ja, das war klar. Oh, der Ref ist inzwischen bei 5. 6. Oh, jetzt muss Brutus Beefcake sich aber ein bisschen sputen, dass er... Ja, kommt bei 8 wieder rein, betont. Meine Güte. Bekommt aber auch gleich einen Tritt gegen die Rippen, gegen die kurzen Rippen und... Ah, schöner Piledriver. Ein perfekter Piledriver. Und ein ebenso perfekter Neckbreaker. Weil er ist halt perfekt und jetzt gibt es den Wechsel wieder zurück zu Rick Root. Also die beiden Streithähne jetzt im Ring und da zeigt er seine Kraft. Die Matches zwischen diesen beiden Herren ja auch immer sehr, sehr verbissen geführt. Bin mal gespannt, ob ab dem heutigen Abend auch das alles vorbei ist. Ich glaube es fast nicht. Ich denke mal, egal welches Team hier gewinnt, es werden Nachfolge kommen. Also Brutus Beefcake und Big Show hier gegen Perfect und Root. Ich glaube nicht, dass es hier nach vorbei ist. Es ist erst vorbei, wenn einer weint. Und oh, gegen den Ringpfosten hier für den Friseur, der allerdings mit einem Takedown sich zurückkämpft. Oh, Double Axe Handle, aber das hinten. Rick Root geht erstmal wieder raus. Big Show hinterher, fängt sich aber sofort einen Schlag ein, kann aber zurückschlagen. Da geht's gegen die Balustrade und nochmal mit dem Kopf auf die Balustrade. Und da kommt Mr. Perfect angelaufen. Ref ist bei 6. 7. Rick Root geht wieder in den Ring. Und Mr. Perfect wird einfach selber hineinbefördert. Und da wird an den nicht vorhandenen Haaren gezogen. Und Ansatz, oh, Piledriver gegen Big Show. Ja, er möchte natürlich Brutus Beefcake eigentlich haben. Und der Knockout Punch. Und was für ein Dropkick. Ja, das war der Knockout-Punch von Big Show. Aber Rick Root kämpft sich da wieder hoch. Ah, da war er zu abgelenkt durch Mr. Perfect. Kurze Lariat. Und jetzt gibt's den Tag mit Mr. Perfect. Und Mr. Perfect schüttelt sich hier
Einfach mal. Ja, Ref ist bei 7. Big Show rennt zurück zum Ring. Und ein sehr hoher Vertical Suplex. Hat Rick Root eingegriffen, hat er ihm einen Punch verpasst. Aber es war ja von vornherein schon klar, dass die Four Horsemen hier nicht ganz fair spielen werden. Und wieder ein perfekter Dropkick. Und jetzt gibt es den Wechsel mit Brutus Beefcake. Der kommt rein und er ist raus. Die Four Horsemen setzen nicht nach. Klar, die wollen auch erstmal durchatmen. Das Match geht ja auch schon eine ganze Weile. Ref ist bei 4. Big Show liegt. Rick Root. Nicht Rick Root. Brutus Beefcake liegt auch. Schöner Takedown. Jetzt Aufgabegriff. Aber Mr. Perfect schafft es perfekt zu den Seilen. Ja, Big Show steht auch wieder auf dem Beinchen. Das ist doch sehr allerliebst. Oh, Konter vom Dingsbums. Ja. Vom Mr. Perfect. So, jetzt habe ich es aber. Voll gerade den Gedankenstolper gehabt. Und da gibt es erneut einen Elbow. Und Whip ihn in die Ringecke. Und da greift Rick Root zu. Und Mr. Perfect choked. Der Ref lässt weiterlaufen, okay. Hier nochmal ein Elbow gegen die Leistengegend. Ja, das war jetzt nicht sonderlich intelligent. Das sollte der Ref mal lieber weggehen. Gab es noch einen Kick. Und apropos Kick, den gab es jetzt auch von Brutus. Ja, Rick Root da wieder. Auf dem Weg in den Ring. Brutus Beefcake, der zieht nach und jetzt Mr. Perfect, Kraftanstrengung. Ah, wollte erst Recruit eingreifen. Man hat's gesehen, er war auf dem Weg. Und Vertical, nein, gekontert. Und Neckbreaker. Mr. Perfect kriecht davon. Und Sleeper Hold. Allerdings Rope Break. Aber Rick Root greift wieder ein. Der Ref lässt natürlich weiterlaufen. Was eigentlich auch ein Unding ist. Dass der Ref hier einfach so weiterlaufen lässt. Ja, irgendwann wird er die Disqualifikation aussprechen, wenn das so weitergeht. Ja, Mr. Perfect kriecht in seine eigene Ringecke. Und wechselt Rick Root ein. Ah, Brutus konnte durchatmen. Und er kann tanzen. Und Mr. Perfect greift ein. Wer hätte es gedacht?
Wer hätte das nur gedacht? Und Cover. Da kriecht er ran. Und Lock up. Wird er weggestoßen. Oh, schöner Konter jetzt. Und Beinei hat die Füße auf den Ringseilen. Kick out. Also wäre das jetzt die Entscheidung gewesen, dann wäre es aber richtig bitter gewesen. Aber es geht hin und her zwischen den beiden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir kommen in die entscheidende Phase. Alle pfeifen hier so ein bisschen aus dem letzten Loch. Naja, wenn ich da so die Liegestütze sehe, scheint es ihm noch relativ gut zu gehen hier jetzt nochmal. Er will zeigen, dass er natürlich noch fit ist. Im Gegensatz zu und der Ref ist down. Und der Ref steht wieder. Oh, der Ref zählt sogar mal. Ja, ich glaube, bei 4 wäre dann es vorbei gewesen. Dann wären die Four Horsemen hier disqualifiziert worden. Und nochmal Ansatz zum Piledriver. Und Big Show sollte, glaube ich, nach dem Match einen Arzt konsultieren. Ja, wollte Mr. Perfect zuschlagen. Und war ein schöner Haltegriff. Ja, Big Show muss natürlich auch zum Atem kommen. Und Ansatz zum Neckbreaker. Und jetzt das Cover gegen Big Show. Reicht das? Es reicht. Die Four Horsemen gewinnen. Und Rick Rude hat The Big Show besiegt. Also die Rivalen untereinander keine Entscheidung herbeigeführt. Aber viele, viele unfaire Aktionen der Four Horsemen. Aber am Ende zählt halt nur das Ergebnis, die ganz berühmten 3 Sekunden, die es braucht, um ein Match zu gewinnen. Ja, sie können siegreich vom Elimination Chamber nach Hause reisen. Mr. Perfect und Rick Rude werden bestimmt zusammen mit Jeff Jarrett und Ric Flair feiern. Und wir kommen zum nächsten Match. Zum ersten von Raw.